Boah, das ist einer von den ganz großen Spiegler hier. Jetzt kommt er bei. Der passt nicht in der Kescher. So, Wahnsinn, Leute. Habe ich gerade den ersten gefangen. Jetzt geht die Rollenroute sogar. Ach ja. Ja, hallo Angelfreunde, seid gegrüßt und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schaut mal, wo es mich wieder hin verschlagen hat. Ich bin am Schöne der Lichte. Ah, hier ist noch alles ruhig, ein paar Enten über den Teich. Ja, und ja, das hat mir einfach beim letzten Mal so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, komm, ich muss hier unbedingt noch mal hin. Ja, wäre einfach noch einmal heute versuchen, ein paar Karpfen zu fangen. Wir schauen mal, was geht. Ich habe eigentlich alles dabei. Stippe, Bomb, Pelletfeeder. Wir werden es einfach mal probieren. Und ja, ich nehme euch wieder mit, zeige, wie ich vorgehe. Und dann ja, würde ich sagen, fangen wir was. Auf geht's. So, Angelfreunde, los geht's. Ich habe alles schnell aufgebaut. Und ja, wie angeln wir heute hier? Ich würde sagen, die beste Methode wird es heute sein mit der Stippe. Ne, ich tue mir jetzt mal vorne ausloten, sodass ich wirklich genau bündig auf Grund liege. Dann wäre ich immer mal hin und wieder einfach da mit der Schleuder mal so ein paar 4 mm Pellets schießen. Einfach mal immer so in dem Bereich und dann auch mal mit der Bombe probieren. Das heißt, einfach hier in 15 Gramm Blei, ja, relativ langes Vorfach fürs Bombangeln, 30 cm circa. Ja, und dann einfach mal mit Mais oder Pellets und einfach mal da drauf probieren. Ja, das werden wir alles sehen. Was ich so dabei habe, ist auch wieder gar nicht viel. Mais, roter Mais, dann habe ich dabei 2 mm Pellets, 4 mm Pellets und ein bisschen Grundfutter. Habe ich auch ganz wenig, einfach unser HJG Drescher, das gute Fischmehl aus der Jotra Range. Ja, und das war's auch schon. Mehr brauchen wir heute nicht. Ein bisschen Toastbrot vielleicht, aber da werden wir einfach mal schauen. Wie gesagt, ich fange jetzt erstmal an und lot mir meinen Platz aus. Und dann werde ich so stetig füttern. Und zwar immer mit dem Toastbrot. Also wirklich alles ganz, ganz sachte. Na, gucken wir mal. So. Ich nehme mal das Lot bleichen. Na, wo haben wir dich? Hier haben wir es. Oh. Die Montage, wo ich hier verwende, ach, wirklich ganz simpel. Ich habe hier einen Schwimmer mit 0,7 Gramm. Dann habe ich so eine Pulkbebleihung. Und dann hier einfach nochmal so ein 8er Anzeigeschrot. Und das war's schon. Kurzes Vorfach, 15 cm. So, und jetzt wird erstmal ausgelotet hier. Schaue ich wirklich, das ist schön bündig. Ja, war schon gut gelegen. Der Schwimmer muss noch ein kleines Stückchen runter. Okay, jetzt schauen wir noch einmal. So, fangen wir mal an zu angeln hier. So, als Hakenköder verwende ich jetzt mal. Und zwar ein roter Mais. Und den ich aber jetzt noch
durchschneide. Ja? Also ich mache aus dem Maiskorn mache ich 2. Weil im Winter weg ist, da können die Köder gar nicht klein genug sein. So, zack. Und jetzt fangen wir an, uns den Platz aufzubauen. Und zwar immer wieder hier mit ein paar 2 mm Pellets so rein. So, jetzt mache ich die hier im Wasser noch mal kurz nass. So. So. Jetzt einfach nur noch rausschieben. Rausschieben. Setze ich die Montage ab. Machen wir den Tosspot ins Wasser und dann die paar Pellets rausschütteln. Ja. Und das war's schon. Jetzt kann man einfach nur noch auf den Biss warten. Und dann werden wir mal schauen. Aber echt Glück mit dem Wetter. Wir haben jetzt so 6, 7 Grad. Kein Regen, also bewölkt, so ein bisschen trüb. Aber für nächste Woche ist schon wieder Regen gemeldet und na, wird auch schon wieder kälter. Deswegen hatte ich heute noch mal richtig Glück mit dem Wetter und ja, jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir noch ein paar schöne Fische hier fangen vor der Weihnachten. Ich werde jetzt mal so eine halbe Stunde mit der Stange probieren. Ja, und danach wechsle ich mal um auf den Pelletwackler oder, ja, oder einfach mal auf den Messert oder auf die Bomb. Wir werden mal schauen, was am besten klappt heute. Bei der Kälte ist halt immer wichtig, dass man ja nicht zu viel Krach macht am Wasser. Ne? Deswegen verwende ich auch nur 50 Gramm Bleie oder ganz kleine Körbe. Je ruhiger, desto besser. So, ihr Lieben, es hat zum Glück gar nicht so lange gedauert. Schon ist die Route krumm. Bin jetzt hier mitten im Drill. So. Der gibt richtig Gas, der Karpfen hier. Entweder habe ich den falsch gehakt oder ich weiß nicht. Ungewöhnlich, dass der im Winter so ziehen. Aber es war auf jeden Fall ein schöner Biss. Die Pose ging voll runter. Das wirklich auf einen halben, auf so ein halbes rotes Maiskorn. Ja, im Winter dürfen die Köder gar nicht klein genug sein. Da. Mal vorsichtig beiziehen. Okay, mach schon mal hier, steck schon mal ab. Jetzt macht er hier schon seine Kreise an der Oberfläche. Oh ja, oh, das ist ein großer, mein lieber Mann. Kommt das Gummi schön raus. Könnte ein großer Spiegler sein. Hab ihn aber jetzt noch nicht richtig gesehen. Auf jeden Fall schöner Fisch hier. Hoho. Komm schon. Ach, der Dampf, ey.
Nee, der will noch nicht. Lieber Mann, glaub ich, dass der so Power hat. Hat auf jeden Fall richtig Dampf da, der Fisch. Boah, ist einer von den ganz großen Spiegler hier. Was heißt ganz groß? Einfach ein großer Spiegler. Ganz schön in der Lippe gehakt. Jetzt kommt er bei. Der passt nicht in die Kische. Oh. Mein lieber Mann, Freunde. Was ein Fisch. Erster Fisch hier. Boah. Mein lieber Mann, ja. Der hat ja locker 10 Kilo, ey. Alter Schwede, ey. Perfekt gehakt, ganz vorne. Absolut toller Fisch, ja. Also ihr Lieben, zeige ich euch nochmal hier den Burschen. Ich würde mal sagen, locker um die 8-9 Kilo. Schöner Fisch, ja. Wahnsinn. So, Wahnsinn, Leute. Habe ich gerade den ersten gefangen. Jetzt geht die Rollenrute sogar. Und der nächste Fisch hier. Schauen wir mal. Ach, wieder ein schöner Spiegler, ja. Zack. Eingenetzt, jawohl. Richtig schöner Fisch. Geht da wieder tadellos. Kann so weitergehen, würde ich sagen. Ja, Freunde, es läuft richtig gut. Nach kurzer Zeit schon der zweite Fisch. Einer auf der Rollenrute und einer auf der Pole, der ganz große eben. Also wirklich wunderbar. So, geht's gleich wieder rein. Alles wie gehabt. Ein paar 2 mm Pellets. Gar nicht viel. Eintauchen. So, dann wieder reinschieben. So, absetzen. Die Pellets wieder raus. So, und dann warten wir wieder auf den nächsten Biss. Also ehrlich, ich bin begeistert. Klasse, wie gut es heute hier läuft, ja. Ja, Freunde, nach den 2 Karpfen jetzt war erst mal wieder ein bisschen Ruhe. Und jetzt habe ich mal wieder die Messetrute reingeworfen und jetzt habe ich schon wieder so ganz leichte Schnurschwimmer gehabt. Also es kann jetzt jeden Augenblick die Rute richtig krumm gehen. Also echt Wahnsinn, wie schön das heute läuft. Ich bin gerade mal, ja, eine halbe Stunde am Angeln und schon 2 schöne Karpfen. Was ich jetzt machen werde, immer mal wieder ein paar Pellets schießen. Und zwar einfach da mit der Schleuder. Es muss gar nicht so genau sein. Einfach, dass ich da hinten in dem Bereich vielleicht ein paar Karpfen, wo da umher schwirren, so ein bisschen
anlocken kann. Dann werden wir mal schauen, dass wir dann auf dem Platz auch noch mit der Bombe angeln. Aber ich muss sagen, bisher klappt es doch schon wunderbar. Vielleicht werde ich es auch jetzt gleich noch mit dem Pelletwackler mal versuchen. Ja, ist echt wirklich traumhaft hier zu angeln. Es macht einfach Spaß. Ich würde sagen, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und ja, das Schönste ist wirklich Fische drillen. Gerade eben ging noch mal die Rute richtig krumm. War ein heftiger Biss. Da kommt er jetzt langsam bei. Also der Orangen hat schon wieder zugeschlagen. Und ja, Leute, mit dem Fisch werde ich mich jetzt verabschieden, wenn ich ihn rauskriege. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Mir hat es wieder heute richtig Spaß gemacht. Ihr seht, die Rute ist komplett krumm. Es macht einfach nur Laune. Fische sind wieder kampfstark gewesen. Besonders der ganz große auf der Kopfrute, das war Wahnsinn. Das ist diesmal ein Schuppenkarpfen. Boah. Da kommt er bei. Komm. Jawohl. Also, mit dem schönen Schuppi werde ich mich jetzt verabschieden, Freunde. Hat sich im Kescher ausgehakt. Ich liebe einfach, wenn die haken, die Barbless. Ist einfach nur top. Hier, Leute. Schäben wir ganz leicht an, weil... Das sind wirklich die wilden Karpfen da. Na. Also, hier nochmal, Freunde. Mit dem schönen Karpfen verabschiede ich mich. Macht's gut, Freunde. Wenn ihr im Wasser seid, bleibt gesund. Petri heil und bis bald. Ciao, ciao.